willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute geht es um die Verheilung von meinem Handinnenflächen-Tattoo und von meinen Zwei-Finger-Tattoos. Ich habe euch ein bisschen filmisch mitgenommen, ich habe auch einige Fotos gemacht. Ich will vorweg nur euch ein paar Fakten erzählen für all jene unter euch, die das Video vielleicht nicht gesehen haben und die neu hier sind. Ich habe mir in London meine Handinnenfläche und meine zwei Daumen tätowieren lassen. Ich bekomme die zweite Hand in der Fläche. Ich freue mich schon wahnsinnig. Ich bin super gespannt. You can look at it as many times as you need. Ich habe mir das in London machen lassen, weil ich wusste, dass es erstens in Österreich wahrscheinlich gar nicht so leicht ist, jemanden zu finden, der die Handinnenfläche tätowiert. Und Punkt 2, hatte ich auch total Bock, mir einfach in London was tätowieren zu lassen. Es wurde auch einige Male gefragt, wie ich den Tätowierer denn gefunden habe. Ich werde darüber nochmal ein eigenes Video machen, aber prinzipiell ist es bei so außergewöhnlichen Tätowierungen, bei außergewöhnlichen Stellen von Tattoos, die du haben willst, wichtig, dass du einfach dich vorher mal informierst, beziehungsweise die Studios auch einfach mal anschreibst und fragst, ob sie das überhaupt machen. Ganz, ganz viele Studios haben mir nämlich geschrieben, dass sie Handinnenflächen gar nicht tätowieren und dass sie das eben auch nur machen lassen würden von jemandem, der da ein bisschen Ahnung hat. Und mein Tätowierer, bei dem ich dann schlussendlich war, hatte so ein bisschen Ahnung davon. Also der hat das schon das ein oder andere Mal gemacht und das hat man auf jeden Fall auch gemerkt beim Tätowieren. Also es war auch so ein bisschen Unterschied zum Mond, aber dazu kommen wir dann später. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die paar Clips, die ich in den ersten ein, zwei Wochen aufgenommen habe und danach sehen wir uns mit einigen Fotos wieder. Ich will euch in der Verheilung natürlich wieder ein bisschen mitnehmen und deswegen starte ich das Video jetzt. Es ist leider Gottes schon einige Tage her, als ich tätowieren war. Ich bin gestern in der Nacht nach Hause gekommen und habe in London keine Updates mehr gedreht, was die Tattoos betrifft. Deswegen lassen wir das kurz Revue passieren. Direkt nach dem Tätowieren hat es kurz ziemlich stark sogar wehgetan. Also ich würde behaupten, ähnlich wie beim ersten, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich weiß es aber leider kurz ist wirklich nicht mehr. Es ist total spannend, wie sehr man das in kurzer Zeit ausblendet. Als würde man einfach vergessen, wie schlimm es war. Da habe ich aber dann mich eingeschmiert und den Handschuh angezogen, so wie ich es beim ersten Tattoo damals auch gemacht habe, beim ersten Handinnenflächentattoo. Und das hat wirklich sehr, sehr gut geholfen und den restlichen Tag habe ich dann echt relativ gut überstanden. Ich war eigentlich dann bis am Abend noch in London unterwegs und es gab eigentlich dafür echt keine Probleme. Und auch die Tage danach waren eigentlich viel chilliger, als ich es erwartet hätte. Ich mache mir immer ein bisschen Sorgen, wenn es um ein Handtattoo, also um Handinnenflächentattoo geht und es nicht wehtut, weil ich mir dann irgendwie Sorgen mache, dass irgendwas nicht stimmt, weil es eben angeblich so schlimm sein soll und jetzt eben für mich eigentlich das zweite Mal gar nicht so dramatisch ist. Das Stechen war diesmal wirklich schlimmer als beim ersten Mal, aber die ersten Tage der Verheilung waren wieder relativ chillig. Ich schneid brav von den Handschuhen die Finger ab. Das habe ich im Hotel auch einmal gefragt. So, können Sie mir die Finger von den Handschuhen abschneiden? Sie hat nicht mehr gefragt, was ich damit tun will. Das war sehr lustig. Und ziehe die vor allem über Nacht über die Hand. Das ist wichtig, meiner Meinung nach, weil man in der Nacht doch irgendwie reiben kann oder sonst irgendwas. Aber ansonsten habe ich es offen und es geht ihm eigentlich relativ gut. Es ist halt heute eigentlich der Fall, dass es angefangen hat zu jucken. Das ist aber auch relativ normal. Es ist super erhaben, viel erhabener als Tattoos im Normalfall sind. Aber auch das war beim Mond damals schon so. Ich bin so gespannt, wie viel drinnen bleibt. Der Tätowierer meinte theoretisch, er glaubt, dass relativ viel drinnen bleibt. Er ist auch nicht sein erstes Handinnenflächen-Tattoo gewesen. Genauso ist es bei den Daumen. Da ist immer noch diese Suprasorb drauf. Die lasse ich jetzt auch derweil mal drauf. Sie jucken aber einfach wirklich wahnsinnig. Die Daumen beide und die Handinnenfläche. Aber da muss man halt einfach durch, wenn man frisch tätowiert ist. Das kennen wir ja mittlerweile, dass das einfach so ist. Hier noch schnell die Daumen. Wie gesagt, sie sind immer noch zu. Aber ich liebe, liebe die zwei. Vor allem die Flamme, muss ich sagen, gefällt mir super gut. Das ist halt irgendwie super cool. Es juckt, es schmerzt ab und an ein bisschen. Da, wo die Hand sich sozusagen krümmt, wird es auch langsam so ein bisschen weißlich. Also ich glaube nicht, dass es richtig entzunden ist, aber es geht halt in die Richtung. Das war aber, glaube ich, beim Mond damals genauso. Ansonsten geht es ihm aber relativ gut. Es ist halt nur echt unangenehm, weil es juckt wie Sau. Es juckt wirklich wie wahnsinnig und es ist auch so, dass diese Stellen super wehtun. Also wo sich die Hand krümmt, sind echt unangenehm. Vor allem, wenn ich es nicht brav und regelmäßig einschmiere. Dasselbe Problem habe ich irgendwo auch mit den Daumen, dass sie halt jetzt einfach wirklich langsam anfangen, richtig unangenehm zu jucken. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein ganzer Körper angeschlagen ist, weil ich bin auch krank.
Wobei, hat nichts mit den Tattoos zu tun. Und demnach tut einfach gefühlt mein ganzer Körper irgendwie weh und juckt und ist unangenehm. Aber auch an sich komplett auszuhalten. Ich versuche es brav einzuschmieren. Ich versuche es brav einen Handschuh drüber zu tragen. Wenn es machbar ist, untertags lasse ich es lieber offen, weil ich unter dem Handschuh einfach super schwitze und ich nicht glaube, dass das fürs Tattoo gut ist. Aber in der Nacht haue ich mir halt den Handschuh drauf. Ich habe die Tattoos jetzt seit 9 Tagen. Das Handtattoo juckt immer noch wie Sau. Und ich muss auch sagen, dass es mittlerweile teilweise so ein bisschen wehtut. Kommt halt darauf an, was ich mache. Aber ich versuche im Moment, meine Hände eher weniger zu verwenden, weil ich, wenn ich sie zusammendrücke und so, sie tut schon so ein bisschen weh. Das ist aber normal für den Heilungsprozess. Ich bin heute einmal richtig schön über das Tattoo drüber rasiert. Also, ich nicht mit einem Rasierer, aber ich bin halt wo drüber geschliffen. Und da sieht man auch mittlerweile, dass so ein bisschen Haut abgegangen ist. Man sieht es leider in der Kamera gar nicht, aber es ist auch schon ein ganzes Stück Haut wirklich runtergegangen. Das heißt, da sehe ich jetzt schon, wie es wahrscheinlich halten wird. Schauen wir mal, es ist jetzt auf jeden Fall zum Teil eben schon die erste Hautschicht beim Mond unten. Hier eigentlich noch gar nicht, da ist noch alles so dran. Und auch in der Handinnenfläche, würde ich sagen, ist noch nicht viel passiert. Bei mir hat aber das letzte Handtattoo auch ewig gebraucht, um zu verheilen. Also ich glaube, dass bei mir Handtattoos einfach, ja, ewig brauchen, um zu verheilen. Und demnach muss ich ihm auf jeden Fall noch einiges an Zeit geben, bis man es ansatzweise verheilt nennen kann. Bei mir dauern Tattoos auch am restlichen Körper immer länger als bei anderen. Wir haben jetzt genau 2 Wochen nach dem Tätowieren. Und wie ihr hier sehen könnt, hier ist es noch immer total erhaben. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass es eben an den Stellen so ein bisschen rausgeht. Und ich habe auch nicht so brav geschmiert, wie ich schmieren hätte sollen. Ich versuche das jetzt wieder ein bisschen braver zu machen. Das war's mit den Videos, die ich diesmal aufgenommen habe. Ich habe aber noch ein paar Fotos gemacht, zu denen ich euch noch was erzählen will. Und danach werde ich euch dann auf jeden Fall auch noch zeigen, wie es den Tattoos heute geht. Einige Monate später, wir haben April. Ich war im Februar? Verdammt, ich weiß nicht mehr, wann ich in London war. Ich glaube, ich war im Februar, oder Leute? Was sagt ihr? Ja, ich war im Februar. Ich war Mitte Februar und bin Mitte April, das heißt 2 Monate ist das Ganze jetzt her. Auf jeden Fall wollte ich euch noch erzählen, was ich euch nämlich witzigerweise beim Live-Bestechen dabei, glaube ich, nicht erzählt habe. Ich habe 200 Pfund für die Tattoos bezahlt. Das ist nicht wenig Geld, versteht mich nicht falsch, das ist nicht wenig Geld, aber es ist für Handinnenfläche und Finger und vor allem für London ein Preis, der sehr in Ordnung war. Wie im letzten Clip im Prinzip erwähnt, ist es auch weitergegangen. Am 26. Februar habe ich das nächste Foto gemacht und da hat man auch schon beziehungsweise immer noch gesehen, dass eben die Stellen, die halt einfach sehr, sehr stark belastet sind durchs Bewegen, dass die auf jeden Fall immer weißlicher wurden und dass ich auch da so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie nicht trockenweißlich sind, selbst wenn ich sie nicht eingecremt habe, sondern eher so ein bisschen feucht. Und das ist halt meistens ein Garant dafür, dass sich ein Tattoo so ein bisschen entzündet. Das ist bei der Handinnenfläche aber fast normal, leider Gottes. Anfang März hat es dann begonnen, dass sich die ganze Hand so ein bisschen angefangen hat zu schälen, auch wenn ich geschmiert habe, also diese weißliche Haut blieb, wie ihr hier zum Beispiel am 5. März sehen könnt. Also die Handinnenfläche wurde immer trockener, da habe ich auch schmieren können, was ich wollte. Ich habe nicht so brav geschmiert, wie ich hätte schmieren sollen, das muss ich auf jeden Fall sagen. Leider Gottes, ich bin da einfach so ein bisschen eine Chaotin. Aber schlussendlich habe ich geschmiert und selbst dann, das ist einfach so, dass sich die Haut irgendwann mal lösen wird. Und das ist halt bei der Handinnenfläche fast noch ein bisschen extremer als bei allen anderen Tattoos. Es dauert auch viel, viel länger vom Gefühl her. Also ich würde sagen, oder nicht nur vom Gefühl her, es war auf jeden Fall so, ich war Mitte Februar tätowieren und würde locker behaupten, dass die Verheilung einen Monat, 1,5, 2 gedauert hat und vielleicht auch das Tattoo noch immer nicht 100%ig verheilt. Am 6. März hat es dann nochmal ein Spürchen schlimmer ausgeschaut. Und da habe ich euch auch meine Flamme fotografiert. Ich habe euch in einem Clip erwähnt, dass ich einmal so ein bisschen hängen geblieben bin, also ein bisschen drüber radiert bin und ich habe das Gefühl, dass ich da echt was verletzt habe, denn diese eine Stelle ist immer noch ziemlich erhaben. Der Rest geht mittlerweile, es war nämlich eigentlich das komplette Tattoo super erhaben, also wirklich ganz, ganz, ganz extrem, noch extremer als die Handinnenfläche. Ich konnte das gar nicht richtig fotografieren, weil man es nicht gesehen hat, aber es war wirklich richtig erhaben und die eine Stelle ist auch immer noch erhaben, wo ich eben drüber radiert bin. Der Rest ist aber mittlerweile nicht komplett, aber relativ
wieder in der Haut. Das Problem oder der Punkt ist halt, dass du bei den Fingern und in der Handinnenfläche tiefer reingehen musst, aber nicht so tief, dass halt ein Schatten entsteht, und das ist halt wahnsinnig schwer. Das ist halt, glaube ich, echt die Kunst dabei, tief genug reinzugehen, dass es mehr vernarbt als normale Tattoos, damit es halt wirklich drinnen ist, aber eben nicht zu tief, dass es komplett auseinander geht. Das ist echt gar nicht so einfach. Und zum Glück hat das bei mir relativ gut funktioniert, auch beim Daumen. Beim Daumen dachte ich nämlich, dass es eben so ein bisschen auseinander gehen wird, und das ging es aber zum Glück eigentlich schlussendlich jetzt gar nicht. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist eben nur so ein bisschen erhaben auf der einen Stelle. Schauen wir mal, ob das noch zurückgeht. Prinzipiell werden Narben nämlich auch weicher, also es kann gut sein, dass das nochmal so ein bisschen wieder zusammengeht. Das letzte Foto ist jetzt vom 8. März, und da seht ihr, da ist die Hand auch schon sehr, sehr trocken, und so ist es im Prinzip dann auch weitergegangen, beziehungsweise dann langsam wieder zurückgegangen. Wir haben eben heute den 17. April, das heißt, ich habe das Tattoo jetzt rund 2 Monate und kann euch sagen, wie gesagt, der Daumen ist mittlerweile relativ gut verheilt. Man sieht es auch in der Kamera ganz gut, dass eben diese Stelle hier so ein bisschen dicker ist. Ich liebe sie, also ich glaube, von den 3 Tattoos ist es fast mein Lieblingstattoo, weil ich es wirklich sehr, sehr gern habe, weil ich die Stelle super gern mag, weil ich es unfassbar gern ständig sehe. Also ich liebe es wirklich total. Aber diese Stelle ist eben einfach erhaben, weil ich da damals hängen geblieben bin. Und ich gehe davon aus, dass es eben wirklich so ist, dass da nicht unbedingt zu tief gestochen wurde, sondern dass das an mir und meinem drüber Radieren lag, weil der Rest eben relativ schön in der Haut ist. Also man sieht, hier habe ich einen kleinen Katzenkratzer, yay. Und ich muss die Hände auf jeden Fall jetzt öfter einschmieren. Das mache ich auch im Moment viel zu selten. Den zweiten Daumen habe ich euch eigentlich während der Verheilung so gut wie gar nicht gezeigt, wenn ich ihn euch überhaupt gezeigt habe. Der ist eben gepunktet, gestochen worden, und da ist auch so ein bisschen was rausgegangen, muss man sagen. Also hier seitlich ist so ein bisschen was rausgegangen. Er ist allgemein ein bisschen heller geworden, und den, glaube ich, werde ich auch nachstechen lassen. Es ist nicht so, dass es mich stört. Ich finde nicht, dass es so wirkt, als wäre er zu hell, als würde da gerade zu viel Farbe rausgehen. Das finde ich zum Glück nicht. Aber ich finde auf jeden Fall, dass man ihn so ein bisschen noch nachstechen lassen kann. Das ist aber klar, dass bei einem gepunkteten Tattoo es sich so ein bisschen schwerer tut als bei einem durchgezogenen Tattoo sozusagen. Und jetzt, auf das ihr wahrscheinlich alle gewartet habt, wie schön schaut denn meine Handinnenfläche noch aus? Und ich kann euch sagen, es ist einfach so gut drin geblieben. Ich bin so begeistert. Also ich finde wirklich, dass er das unfassbar gut gemacht hat. Es ist so, dass es immer noch nicht komplett verheilt wirkt. Denn wenn ich zum Beispiel klatsche, witzigerweise, oder drüber kratze oder eine Wasserflasche aufmache mit viel Kraft auf der Handinnenfläche mehr oder weniger, dann tut es immer noch weh. Also es ist nicht hundertprozentig verheilt. Das dauert aber bei Handinnenflächen-Tattoos halt auch wirklich ewig. Das ist mittlerweile verheilt, aber hier halt so stark vernarbt. Jetzt wurde ich von meiner Katze gestört. Wo waren wir? Ja, eben. Der Mond ist da immer noch so vernarbt. Es wurde leichter, aber der ist auf jeden Fall immer noch super vernarbt. Und das habe ich halt hier gar nicht. Ich meine, ich habe hier direkt auch kein Tattoo. Also hier diese Stelle ist auf dieser Hand ja gar nicht tätowiert, aber es ist auch so, dass... Ach Gott, Katze, nein. Komm auf den Polster, schau. Da kannst du ja. So. Gott. Es ist eben so, dass auf dieser Stelle... Hör auf damit. Dass auf dieser Stelle im Prinzip gar keine Tattoo-Farbe ist, aber es ist eben auch so, dass hier allgemein das Tattoo so ein bisschen erhabener ist. Eben so ein bisschen, wie es hier bei dem Daumen ist, und das habe ich hier überhaupt nicht. Vielleicht, weil es gepunktet gestochen ist, aber wir haben ja trotzdem so ein bisschen festere Linien mehr oder weniger, und das habe ich hier, wie gesagt, überhaupt nicht. Ich habe keine einzige Stelle, die in irgendeiner Weise sich erhaben anfühlt. Es fühlt sich an wie meine Haut sozusagen, und ich kann damit auch viel besser oder konnte damit viel besser von Anfang an alles wieder machen. Eben viel schneller, einfach wieder einsatzfähig sozusagen die Hand war, und sie war halt viel, viel weniger blutig als die. Also die war so blutig, den ersten Tag mehr oder weniger. Und das war die halt überhaupt nicht. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass da wenig Blut rausgekommen ist. Es ist aber eben hier auch, es sind viel konstantere Linien, als es hier der Fall ist. Dafür hat die Hand aber auf jeden Fall mehr wehgetan. Also nicht in der Verheilung, da war sie vielleicht sogar so ein bisschen chilliger. Vor allem, ich habe mir vielleicht ein bisschen weniger Sorgen gemacht als hier. Aber in dem Stechprozess war das viel, viel schlimmer. Einfach, weil es länger gedauert hat, weil es einfach mehr Fläche war.
Also es hat wirklich um einiges mehr wehgetan. Die Daumen, wie gesagt, können auf jeden Fall nachgestochen. Ich will unbedingt die Finger jetzt tätowiert haben. Also mit den Daumen habe ich da auf jeden Fall so ein bisschen Blut geleckt. Ich liebe das, mir gefällt super gut. Ich habe mich nicht ansatzweise irgendwie satt gesehen. Natürlich sind es erst 2 Monate, aber ich habe mich trotzdem nicht ansatzweise irgendwie satt gesehen. Und auch an dem Mond, den ich ja jetzt mittlerweile ein Jahr habe, den liebe ich immer noch total. Ich bin immer nur am Überlegen, ob ich irgendwie noch mehr haben will. Aber an sich bin ich sehr, sehr zufrieden. Vielleicht kommen hier oben an die Finger noch was. Schauen wir mal, aber im Moment, wie gesagt, bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinen Handinnenflächen. Ich liebe es total. Ich mag eben, dass sich der Mond auf dem Daumen widerspiegelt und auch, dass sie vom Stil her sehr ähnlich sind, dass eben das und das gepunktet ist und das wirklich mit festen Linien gemacht wurde. Also das gefällt mir einfach gut. Das war schon alles ein bisschen durchdacht und ich habe mir da schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich finde es auch spannend, weil einige in meinem näheren Bekanntenkreis auch meinen, prinzipiell, es gefällt ihnen nicht, es ist gut, dass ich es habe und ich soll machen, was ich will, aber es gefällt ihnen nicht. Und ich muss sagen, ich mag es halt auch wirklich gern. Ich finde nicht nur, dass es mir gefällt, weil es Handinnenfläche ist, sondern ich mag die Tattoos an sich auch gern, was vielen eher so ein bisschen aufstößt, weil sie sagen, naja, so speziell, besonders schauen sie nicht aus, was halt auf einer Handinnenfläche auch einfach gar nicht möglich ist. Du kannst auf einer Handinnenfläche nicht dasselbe machen wie überall anders. Aber ich muss sagen, mir gefallen die Motive halt auch super gut. Egal, ob es von den Händen oder von den Daumen ist. Ich mag beides wirklich sehr, sehr gerne. Ja, genug geschwärmt. Das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.